Okay. Folge 22? Folge 22. So. Wie schnell die Zeit verfliegt, wenn man Leute tötet. Ja, ohne dass was passiert. Die Runden, es sind keine Runden gefallen. Ich will mehr Krieg, aber irgendwie müssen die Leute nacheinander ziehen. Das ist blöd. Ja, aber wobei, also es passiert nichts, muss ich jetzt sagen. Nein, wir haben massiv Kohle von Kitty gekriegt. Wir konnten Kitty aus ihren Schulden raustreiben, vor allem durch deine einschlägige Hilfe. Wir konnten den Siedler aufhalten, wir konnten massiv Truppen produzieren. Wir bringen gerade China richtig, richtig, richtig in Bedrängnis und wir sind nur wenige Runden davor, ich schätze mal 5-6 Runden, vielleicht schaffen wir es heute noch, davor die Insel zu zumindest besiedeln. Zu attackieren. Ne, die Insel zu besiedeln. Ach, die meinst du? Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich blockiere jetzt mit meiner Triere deine Mohawk-Krieger. Und ich kann ihn nicht mehr bewegen. Vom Osten her. Pass auf, du, ich sehe deinen Mohawk-Krieger, der steht zwei Felder rechts von dem Hügel. Ja. Und meine Triere steht rechts unten in der Küstenzunge. Okay, das heißt, mein Mohawk-Krieger muss einfach an Land. Ist das nur einer? Also, da ist jetzt ein Mohawk-Krieger und dann sind da rechts oben dran nochmal zwei Mohawk-Krieger. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich warte, ja, die Frage ist, ich habe den Streitwagen Bogenschütze zwischen Mombasa und Tyrus stehen. So, ich könnte den jetzt natürlich ziehen, in der Gefahr anzugreifen, aber die Einheit dann zu verlieren. Der Vorteil wäre halt, ich würde dich eventuell ein bisschen aus dem Kreuzfeuer von den Bogenschützen dort nehmen. Genau, also dann könnte ich natürlich mit dem Mohawk-Krieger, die Mohawk-Krieger, wenn die nah genug, er hat ja nur Bogenschützen, oder? Er hat einen Bogenschützen und einen Krieger. Also, du glaubst nicht ernsthaft, dass, also ein Krieger, ein 0815 Krieger. Ja. Du glaubst ja, nicht ernsthaft, dass mein Mohawk-Krieger sich um einen normalen Krieger sorgt. Soll gut, ich jetzt, Moment, die soll haben ich jetzt Bonus. Mit dem Streitwagen Bogenschützen angreifen? Ihn zumindest ablenken. Also auf wen der beiden willst du angreifen? Wenn dann den Bogenschützen. Weil warum sollte ich dem Krieger Schaden machen? Wenn ich dem Bogenschützen Schaden mache, macht er dir weniger Schaden, falls er dich doch noch auf dem Meer angreifen kann. Stimmt, stimmt. Das war die Überlegung. Mhm. Deswegen, ich glaube, ich mache das auch. Okay. Und vor allem sehen wir da noch mehr. Genau. Okay, also, das ist aktuelle Information. Er hat nur diese beiden Einheiten, den Krieger und den Bogenschützen. Der Bogenschütze ist angegriffen und hat 50 Schaden kassiert. Mein Katapult steht momentan links auf dem Fisch vor Mombasa. Wir kommen in gefährliche Gefilde, mein Freund. Gefährlich für China oder gefährlich für uns? Für den! Gut, gut, gut. Ah, ich liebe es, so böse zu lachen. Willst du der OS den Krieg erklären? Sollen sie. Ich kann eventuell. Schade, die Karawane zieht gerade nach unten, sonst wäre die gleich geplündert gegen die Richtung Mombasa zieht. Oh, das wäre schon gut. Vor allem bekomme ich da Geld dafür. Wir haben noch nicht geklärt, was machen wir mit dem Geld, das momentan auf meinem Konto lümmelt, 360. Im Moment würde ich ja sagen, wir lassen das mal dort. Mhm, und als Kriegsreserve dann. Kriegsreserve, weil eventuell brauchen wir dann plötzlich, ich glaube nicht, dass sie uns plötzlich von hinten angreifen. Dafür haben wir sie momentan zu sehr in der Defensive. Und es geht zu schnell. Wir sind zu schnell. Die schaffen das nicht. Der Janna braucht doch ewig Runden, bis er allein auf dieser umstrittenen Insel ist. Ich zitiere ihn. Ja, und dann muss er an seinen Barbaren durch. Ja, genau. Und vor allem will ich ihn zitieren. Er sagt, die Insel ist so weit weg, dass er gar kein Interesse dort dran hegt. Also, wie weit er dann von dem Krieg weg sind. Nur so. Mhm. Ach so, an deiner Insel, oder was? Nein, um die umstrittene Insel, wo jetzt wegen der Krieg überhaupt losging. Der ist, ja, schon recht weit weg. Du bist dran. Oder ist China dran? China ist dran. China ist noch dran. Das macht ja richtig, richtig Spaß. Mhm. Das macht richtig. Ich bin ganz froh, weder OS noch Kitty zu sind. Weil ich fände es. Die sind bestimmt in einer richtig schwierigen Situation, die ganze Zeit zu kommentieren, ohne dass groß was passiert. Ja. Das ist. Deswegen wäre es eigentlich schön, wenn OS und Kitty aufeinandertreffen würden, einfach. Ja. Deswegen war ich ganz froh, dass ich vorhin mit Kitty noch verhandeln konnte. Weil. Ja, ich denke, da sind wir auf jeden Fall diplomatisch dahin gesehen. Dass sie uns relativ positiv gesehen haben. Hallo, Herr polnische Triere. Darf ich Sie überholen oder wollen Sie nach Osten oder nach Westen?
Ja, das weiß ich noch nicht. Eigentlich wollte ich mal unten nach nur schauen gehen, was da ist, aber da ist nicht viel. Okay, weil ich gehe jetzt da nach Westen. Ja, geh nur. Geh nur. Ich blockiere dich da Oh, nicht. Ich kann. Barbarenlager entdeckt. Pfui. Ich kann mit der Triere ja nichts machen. Also, meine Mohawk-Krieger, die landen an die ersten. Die Sehr gehen gut. an Land. Gut, das heißt, du bist jetzt gleich im Kampf gegen den Krieger und den Bogenschützen. Und du kriegst doch hoffentlich halt Unterstützungsfeuer von meinem Streitwagen. Genau, also ich sehe da unten einiges, was rot ist. Oh. Ich bin so froh, wenn das Katapult da ist. Oh! Wie? Oh! Gut Janna, oder schlecht? Brother. Wo? Er hat ein Hoplit, genau dort, wo ich den Siedler hinziehe. Mach keinen Scheiß. Also, sagen wir so, er hat einen Hoplit dort, wo mein Siedler hinziehen wird. Aber im Ja. Moment habe ich da so einen netten kleinen Mohawk-Krieger im Weg. Sehr gut. Das heißt, du kannst ihm direkt eine Einheit wegfetzen. Und das ist nur die Vor-, das ist maximal seine Vorhut. Ja, plus Das was ich jetzt heißt. natürlich machen muss, ich muss jetzt Janna den Krieg erklären. Ja, musst du. Ist ja auch Bündnisfall. Du musst. Genau. Also ich denke, da kommst du nicht drum rum. Stadtstaaten erklären euch den Krieg. Ja, jetzt siehst du doch mal, wo der ist, oder? Nee, das sehe ich immer noch nicht. Siehst du, wo Lhasa ist? Lasa, Lasa, Lasa. Von Genf aus weiter links. Nee, noch nicht. Okay. So, jetzt haben wir offiziell auch den Krieg. Wir sind in Folge 22, oder? Ja. Ich schreibe denn das nur. Chinchi, ich war schneller. Sorry. Nee. Ich bin Schweizer, wir sind langsam. Einheit Aber. be benötigt Befehle. Ach da, okay. Oh, ich bin so gespannt. Danke allen außer Chinji und E-Gaming. Subtil, mein Freund. Subtil. Ha. Der hat nur Angst. Ja, fast so subtil wie Krieg den Schweizern. Krieg der Sterne. Chinji, du bist noch dran, hör auf zu schreiben. Ich schreibe nicht, ich musste nur noch kurz meine Truppen ziehen. Ist das dein Ernst? Boah, China hat keine Ahnung von der Mechanik. China hat meinen Streitwagenbogenschützen attackiert. Weißt du, wie viel Schaden er bekommen hat? Moment, erzähl mir nicht, dass er über den Fluss drüber ist. Er hat den Fluss angegriffen. Wie viel Schaden hat er gemacht? Vermutlich etwa 10. 16 mit zwei Einheiten. Pfui. Ich denke, solide. Oh, ich habe gerade einen Verbündeten verloren. Oh, okay, also ein Stadtstaat. Anantanarivo. Antananarivo. Antana, das ist noch ein A dazwischen. Antananarivo, ja. Gut. Ich spreche es nur schnell aus. Ja, weil Erdkunde ist nicht dein Ding, das haben wir schon festgestellt. Tja. Piu-piu. Nee, jetzt habe ich das Problem, weil die bräuchte ich. Ja, die bringen dir wahrscheinlich Perlen. Ja, die bringen mir Perlen. Werf den Geld so. Ja, ich mache im Moment 3 Gold pro Runde Verlust. Sprich, ich bräuchte von dir etwa 200 Gold, um die Anfragen. zufriedenzustellen. Ja, du bist Anfragen. vor mir dran. Ach so. Ah ja, gerade ist Janna dran. Ich dachte, du bist dran, Genau. deswegen. Sorry. Ne, ist kein Problem. Das ist halt das Problem, die ganzen Truppen kosten nicht Kohle pro Runde im Auf Moment. jeden Fall. So. Mein Katapult ist jetzt auch gleich gestrandet. Ne, gestrandet ist das doch gerade, aber ja. Gelandet. Und dann machen wir denen jetzt erstmal bösen Schaden hier. Ich denke, wenn wir hier die zwei Einheiten. Ah, es steht eine Einheit auf Addis Abeba. Nur so. Und Addis Abeba hat gefühlt, ja, wie viel Leben könnte das denn? 100? Ich bin mal gespannt, wie viel das Katapult an Schaden macht. Ich wähle das einfach mal aus. Kann ich das nicht Du so hast einen, auswählen? oh, er hat einen Kompositbogenschützen direkt da unten jetzt noch stehen. Ja und? Sehe ich. Nee, ich sehe es nur gerade. Wenn du mit dem Mohawk dort rankommst, spuckst du den locker weg. Ja, also mein Mohawk wird als allererstes seinen normalen Bogenschützen plätten. Dann Mhm, ja und. gucken, was sein Krieger machen will. Ja, bis dahin sind ja auch deine anderen Einheiten da. Das ist ja Genau, gut. also Ich bin die dran. anderen Einheiten, die sind jetzt richtig nah dran an ihm. Also ich bräuchte etwa 150 Gold von dir. Also soll ich jetzt, wenn du sagst, du plättest den Bogenschützen, greife ich lieber mit 31 den Krieger an. Also den Bogenschützen, den plätte ich
Also, ich sag's mal so, ich denke, beide könnte ich relativ schnell plätten. Der Egal, ich Bogen. mache einfach Schaden gegen den Krieger, weil der Bogenschütze ist ein sicherer Deal. 37 Schaden. Das ist so, das ist so. Der Kann ich Bogenschütze richtig gut überlebt das dran. nicht. So, ich brauche irgendwas, was Gold bringt. Unterhalt, Unterhalt, Unterhalt. Ja gut, dann halt einfach noch ein Schwertkämpfer. Ich muss meine Forschung umlegen, und zwar auf Währung, weil ich brauche Geld. Du brauchst auch Geld von mir. Shinji. Shinji bekommt Geld 200 von mir. Dankeschön. Ich schlage es dir vor, ich denke, du wirst annehmen. Ja, denke ich. Boah, 31 Zufriedenheit immer noch, obwohl das goldene Zeitalter rum ist. So, ich ziehe mal meine Triere. Oh, ich sehe den Kompositbogenschützen auch. So, das Katapult ist gelandet. Es steht noch im Gebiet von Mombasa, aber steht es halt gut. So, eigentlich könnte ich die Einheit dort auch plätten. Übrigens, der Hoplit von Janna. Ja, tot? Nein. Noch da? Ja, aber hat jetzt irgendwie ein Feld mehr Abstand zu mir. Oh. Er befindet sich auf dem Rückzug. Ich habe Janna 100 Gold flüchtet. bekommen, weil ich seine Karawane geplündert habe. Du geiler Sack. Oh. Oh. Ah, das ist deine Träne hier unten. Ja. Steht die schlecht? Nö, 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 Na nö, gut. die steht gut. Nee, ich wollte nur wissen. Dein Bautrupp ist mir im Weg. Ich bin leider fertig. Ja. Nee, dein Bautrupp steht jetzt genau dort, wo ich anlanden wollte, aber das, ja. Kannst du nicht, da steht der Bogenschütze von China, da kannst du nicht landen. Vom Wasser aus. Glaube ich nicht. Doch, ich kann ihn ja angreifen vom Wasser Aber pass. aus. Aber warum? Warum machst du das so kompliziert? Aber ich ziehe den N Mohawk-Krieger einfach nach oben. Langsam, genau. Zieh den Mohawk-Krieger, der jetzt schon auf dem Hügel steht, und mach den Bogenschützen platt und zieh die Genau. zwei Einheiten einfach drunter. Das habe ich vor. Gut. Ich Das ist sehe, wir mein Plan. verstehen. Ich Ja. sehe, wir verstehen uns. Weißt Und. du, Janna hat damals gesagt, er will sich eigentlich mit China verbünden, weil er denkt, er hat ja viel Erfahrung als Krieger. Und Okay. ich bin ja überhaupt nicht der kriegerische Spieler, aber ich finde, wir haben eine gute Taktik. Ja, ich denke, wir stehen ganz gut. Unsere Taktik ist, mach den China platt. Genau, und wenn wir das geschafft haben, dann steht Janna auf einmal alleine da. Die Frage ist dann, ob OS sich dann zum Beispiel mit ihm verbündet, weil er wird sich dann nach OS an OS richten. Und was sage ich dann zum OS? Friede seiner Asche. Ich drohe dem OS. Ich sage dem dann einfach, wie es ist. Also, wir haben gerade China mit milder Gegenwehr mal eben überrannt. Willst du auch? Ja. Der weiß, die wissen, dass sie momentan nur Bauern sind. Das wissen die, 100 pro. Man muss ja auch da irgendwo mal realistisch bleiben, weil momentan, wenn ich bin ja nicht darauf aus, die platt zu machen, darum geht's mir Ja, überhaupt nee, nicht. nee, nee. Die sind nicht in erster Linie mein Feind, aber Sie sollen auch nicht unsere Feinde werden. nee, genau, darum geht's. Das einfach auf gut halten und dann. Weißt du, ich sag's jetzt mal so. Um's mit den Worten. Das ist so ein Spruch, den würde sicher OSLP jetzt auch bringen. Die sind Bauern und wir Pauern! Yo! Das ist dein Motto. So, und ich setze jetzt hier den lieben, lieben, lieben Janna unter Drück. Nimm noch meinen Vorschlag an, bevor wir das vergessen. Oh, ja, natürlich. La la la. Kabul. Mich interessiert Kabul. Ich habe deinen Vorschlag noch gar nicht gekriegt. Okay, ihr habt Shinji Schneider einen Vorschlag gemacht. Ah, ein diplomatischer An. Ich musste jetzt dich anklicken, um den anzunehmen. Ah, passt doch, passt doch. Aber ich habe die Kohle. Sehr gut. Ich Das hab sie auch noch. heißt, Woo, Magic. Anantanarivo. Was will Anantanarivo von mir? Sie wollen, dass ich von Cahokia Tribut fordere. Das wird denn nicht gelingen. Sie wollen, dass wir eine Straße zwischen unseren Hauptstädten errichten. Ah! Das Wald. Hast du einen Hafen? Ja. Nee, weiß nicht. Guck in die Stadt und schau rechts oben und dann Modernisierung. Oh, du wirst lachen. Ich kann Gold fordern von Cahokia. Mach das! Wow, hätte ich nicht gedacht. Vor allem, du bekommst die Kohle und Antananarivo kriegst du dafür einen Arsch. Voll geil. Ja, ich muss nur gucken. Cahokia wird momentan nicht beschützt Von wem? von Ich weiß gar nicht, Kitty. wo Cahokia ist. Das ist direkt bei Kitty. Moment. Also hier Ich irgendwo. muss kurz Kitty anfragen. Wieso? Du kannst Weil das ich kann, nachschauen. weil ich kein.
Weil ich keine Stadt erpressen will, die von Kitty unter Schutz steht. Ja, aber das kannst du nachschauen, ob die unter Schutz von Kitty steht. Eben doch, könnte ich. Du kannst sie einfach anklicken, beziehungsweise Diplomatiefenster, ja? Genau. Und dann ist hier rechts das Symbol und wenn du kennst, ist abrissen. Stimmt. Tribut fordern. Ha! Siehst du, dafür bin ich da. Ich kenne die Knöpfe. Piu, piu. Und wie viel hast du bekommen? Der Stadtstaat Cahokia widerruft Quests. Cahokia für Anantanarivo schikaniert. Sehr gut. Und wie viel Geld hast du bekommen? Minus 2 Zufriedenheit, weil ich nicht mehr befreundet bin mit ihnen. Ich will wissen, wie viel Geld du bekommen hast. 105. Wow! Das Ja. ist viel! Das sind 33 Runden Kriegskasse, wenn du minus 3 bist. Stimmt. Und dank dir habe ich jetzt im Moment 450 Gold. Ich habe noch 460, aber da sind die 200 noch nicht abgezogen. Und ich habe 100 durch die Karawane bekommen. Oh Und weißt mein du, was Gott, das oh heißt? mein Gott. Ah, Weißt du, dieser was noch Rüber. lustig ist? Nein, ich bin nicht lustig. Ich könnte jetzt Cahokia 250 Gold schenken. Das gibt Okay. mir 20 Einfluss. Dann wäre ich wieder mit ihnen befreundet. Ja, aber da hast du nichts davon. Wenn, dann müssen die verbündet sein, damit sie in den Krieg eintreten. Spar dir Ja, das nee, Geld. es meine Leute mögen mich dann mehr. Mein Volk ist zufriedener, wenn ich Frieden habe mit denen. Okay, Das ist der Punkt. das musst du entscheiden. Das Problem ist ja, du brauchst halt eigentlich das Geld. Ja, aber ich brauche auch Zufriedenheit. Je zufriedener mein Volk ist, desto besser. Vor allem, wenn ich eine neue Stadt baue. Das ist so typisch Schweizer, ohne Scheiß. Ich gehe nicht durch die Runde, wenn ich nicht mindestens 30 Zufriedenheit habe. Ja, Ich hab das ist so. 7. Kabul will, leck mich. Cahokia Tribut verlangt, das ist gut. Übrigens, Anantanarivo habe ich jetzt mittlerweile 100 Zufriedenheit. Zufrieden. Wow. Wow, das fehlt. Und entscheidender Sieg. Welcher einer Wie? tötest du? Nein! Ich konnte den Bogenschützen nicht umbringen. Oh, macht keinen Spaß. Er ist stehen geblieben. Mit Mit einem etwa Leben. 1er Hitpoints. Ah, wie ärgerlich. Ja gut, das passiert in Civilization. Die Kriegsmathematik ist, naja, bekannt. Ja gut, eben, er hat ja einen Bonus gegen stärkere Truppen. Ja, 20% sind das. Genau, aber das ändert ja nichts dran, dass ich jetzt alle meine Truppen darunter schicke. Das stimmt. Wie weit ist das Katapult noch weg? Das Katapult, das geht jetzt erst ins Wasser. Ach so, okay, das heißt, wir Das haben ist da noch noch ein acht bisschen Zeit. Runden weg. Gut. Ja, ich werde halt in der Zeit meinen Katapult noch verstecken. Und übrigens, ich habe noch über 50 Runden, nee, 60 Runden Kriegskasse. Also meine Triere wurde von seinem Kompositbogenschützen beschossen. Ist naheliegend. So. Ja, stimmt, die Trier ist ziemlich im Arsch. Soll sie, die ist noch nicht tot. Ich ziehe die jetzt noch weiter darunter, um noch ein bisschen Informationen zu sammeln. Ja, und wenn sie Und tot ist, dann kriegst du mehr Geld. ja, dann ist das eben so. Dann bin ich wenigstens nicht mehr auf Null. Jana ist, glaube ich, dran. Ja. Und dann sehen wir gleich mal weiter. Gut, das Problem ist, mein Kompositbogenschütze ist jetzt auch schon gelb, also. Stichwort, dann sehen wir gleich mal weiter. Guck mal auf die Uhr. Ich weiß, wir haben noch eine anderthalbe Minute. Hihi. Ah, das macht Spaß. Nein! Nein, gewinnen macht Spaß. Ja, deswegen macht's ja gerade Spaß. Wie gesagt, am Anfang war ich so skeptisch, ob wir überhaupt irgendeine Chance haben. Ja? Und jetzt stehe ich hier vor Addis Abeba und denke mir so, könnten wir gewinnen. Ja, vor allem, ich weiß noch unsere Diskussion. Zitat: Scheiße, die zwei haben ein Bündnis. Ja. Fuck. Ja. Jetzt sind wir im Arsch, jetzt sind wir im Arsch. Und dann sieht. Und dann will ich eben mal noch mich zitieren. Chinchi, darf ich für uns beide sprechen? Boah, Ja. das ist, glaube ich, der beste Moment meines Lebens gewesen. Das war super. Das kommt in mein Best of Civilization World. Mach das, das war der beste Äthiopien und Moment. Griechenland haben eine Freundschaftserklärung unterzeichnet. Ja, die ist ausgelaufen auch. Ja, müssen wir nachher dann auch wieder. Na, wir kriegen. Kitty ist raus. Was? Kitty ist raus. Oh nee. Gut, das war's dann für Folge 22. Ja, ich ziehe einfach noch, weil ich bin ja dran. Nee, ich meine auch zeitlich sowieso. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich gehe mal davon aus, du tötest jetzt gleich den Bogenschützen, oder? Ja, den Bogenschützen werde ich jetzt umbringen. Und dann. Und eventuell halt auch eigentlich den, Also ich sag's mal so, ich werde mit dem Anlanden den Bogenschützen umbringen und mit dem anderen,
Den Krieger. Mohawk-Krieger, den Krieger. Das wäre super. Dann ziehst du dein Streitwagen-Bogenschützen in Sicherheit, meinst du? Nee, nee, der hat noch angegriffen, damit der Krieger auf jeden Fall fällt. Die sind jetzt beide rot. Ah, okay, super. Ja, nee, So. die gehen nachher beide drauf. So, ich ziehe jetzt mal noch den Bautrupp auf Seite und die Trier ist außerhalb des Kampfgebiets. Und Addis Abeba ist außerhalb des Kompositbogenschützen an der kompletten Ostküste ungeschützt. Bam. So, aber wir müssen die Folge beenden. Ja, Folge ist weg. Gut, gut, gut. Nee, das wollte ich nicht. Folge ist raus. Ciao. So, ich ziehe die mal eben. Ich.